Eines der Konzepte, was für die Kraftwerkstechnik von ganz besonderer Bedeutung ist, das ist die Energieeffizienz eines Kraftwerks. Das ist auch aktuell von Bedeutung, da wir ja gerade dabei sind, die Kraftwerkstechnik der Volkswirtschaft umzustellen. Und wie sinnvoll das ist, sieht man anhand der Energieeffizienz. Damit ist nicht der thermodynamische Wirkungsgrad gemeint, das ist etwas anderes. Ein hoher thermodynamischer Wirkungsgrad ist zwar auch gut für eine hohe Energieeffizienz, aber eben nur über ein gewisses Maß hinaus. Denn wenn man weiter steigert, zum Beispiel könnte man an ein Kohlekraftwerk auch einen weiteren Ammoniakkreis anschließen, dann erhöht man den thermodynamischen Wirkungsgrad. Aber der Energieaufwand für diesen zusätzlichen Kreis ist so groß, dass im Endeffekt das Ganze nichts bringt, sondern sogar kostet. Deswegen gibt man es lieber als Abwärme ab, statt es zu nutzen. Ja, wir sind, wie gesagt, das Institut für Festkörperkernphysik. Das ist eine Gründung von Kernphysikern und Ingenieuren international. Wir selbst sitzen im Großraum Berlin, in Berlin selber. Und in diesem Bereich gibt es weder Kernphysik noch Kerntechnik mehr. Das ist alles allesamt vernichtet worden. An den Universitäten wird keine Kernphysik mehr gelehrt, nur noch die elementaren Grundtatsachen im Physikstudium, aber halt ansonsten nichts mehr. Und ja, wir sind halt daran interessiert, die uns interessierende Forschung und technische Entwicklung fortzuführen, und deswegen führen wir das in eigener Initiative fort, mit zunehmender Kooperation und Unterstützung durch andere Einrichtungen wie die TU Dresden, die TU München, mit den verbliebenen Kerntechnik-Lehrstühlen dort unter dem Stichwort Kompetenzerhaltung. Ja, zur Bewertung von Kraftwerkstechniken ist auch einmal die grundsätzliche Frage nötig. Das zeigt unsere Erfahrung, nochmal herauszustellen, was ein Kraftwerk eigentlich macht. Ein Kraftwerk heißt nicht Energiewerk, sondern es heißt Kraftwerk, weil es eine ganz bestimmte Form von Energie durch Umwandlung bereitstellt. Und das ist nämlich Arbeit. Also Kraftwerk bedeutet, dass das Kraftwerk geregelte Kraft zur Verfügung stellt, sodass Arbeit an einem Objekt ausgeführt werden kann. Und ein sehr altes, einfaches Beispiel ist durch eine Dampfmaschine. Da hat man hier über einen Transmissionsriemen wird die Kraft auf einen Verbraucher, hier eine Dreschmaschine, umgeleitet. Und hieran erkennt man auch unmittelbar, dass man diese Art der Energiearbeit nur so zur Verfügung stellen kann, muss, wie es der Verbraucher benötigt. Da ist keine Speicherung möglich, auch keine direkte Speicherung. Und das zeigt schon diese Notwendigkeit der direkten Verfügbarmachung, wenn es gebraucht wird. Also die komplexere Form sind hier ganze Fabriken, wo von einer zentralen Dampfmaschine aus Wellen betätigt werden, wo über Transmissionsriemen dann verschiedene Anlagen angetrieben werden. Ja, in moderner Zeit hat man den Transmissionsriemen durch Elektrizität ersetzt. Elektrizität ist die zweitstärkste Naturkraft. Das heißt, man kann sie nur in elektrischen und magnetischen Feldern speichern, und deswegen kann man eben nicht im großen Maßstab nennenswerte Energiemengen speichern. Also insofern ist das nur eine Ergänzung. Direkte Speicherung ist nicht möglich, nur mit Umwandlung und Verlust. Auch da muss bedarfsgerecht hergestellt werden. Ja, für die Effizienz ist jetzt von Bedeutung nicht die Primärenergie. Es ist zwar an sich richtig, dass die Sonne keine Rechnung schickt. Das tut das Kohleflöz auch nicht, die Gasblase ebenso wenig und die Uranader auch nicht. Also das ist nicht relevant, sondern relevant ist bloß, wie viel Arbeit muss man hineinstecken, um die Primärenergiequelle nutzbar zu machen in ihrer Umwandlung in Arbeit. Das ist der eigentlich interessante Punkt. Und daher zählt nur dieser Arbeitsaufwand in Bilanzierung zu der Arbeit, die während der gesamten Zeit, die das Kraftwerk existiert, hinauskommt. Ja, und das ist dann die zentrale Größe, die zur Bewertung eingeht. Das ist der sogenannte Erntefaktor. Dort wird diese Bilanzierung durchgeführt, wie viel Arbeit in Form von Elektrizität wird produziert während der Laufzeit, wie viel Arbeit steckt man rein, Energie für Bau, Versorgung, Abbau, all diese Produkte. Ja, diese entsprechenden Größen sind als Datenbanken vorhanden, werden in der Ingenieurtechnik für Produktentwicklung, Planung benutzt. Man braucht diese Zahlen also nur entsprechend herauszusuchen, zusammenzustellen und diese Bilanzierung durchzuführen. Wobei hier leider kleine Abstriche gemacht werden müssen, insofern als dass Arbeit oder Exergie, wie das Fachwort denn dafür heißt, in diesen Banken nicht unbedingt enthalten ist, sondern
die Energie, auch jener Anteil, der nicht in den eigentlichen Arbeitsprozess mit eingeht. Deswegen ist es eher ein Energieerntefaktor und nicht nur einfach ein Arbeitsmultiplikationsfaktor. Dennoch ist es der beste Proxy, den man jetzt so beziehen kann. Und die Daten, die man hier herausbekommt, sind ziemlich eindeutig. Also das ist etwa die fossile Kraftwerkstechnik. 30 Mal so viel kommt raus, wie man hineingesteckt hat. Und hier haben wir die Erneuerbaren, wobei bei Biomasse auch keine Speicherung berücksichtigt werden muss. Die kann bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. Anders sieht es bei Wind und Photovoltaik aus. Hier ist jetzt für Deutschland die billigste Form der Speicherung mit eingeschlossen, nämlich Pumpspeicherwerke. Nehmen wir mal andere Formen wie Power-to-Gas, sinkt das hier alles nochmal deutlich runter. Und hier sieht man also einen Unterschied von einem Faktor 10. Und das gibt quasi die physikalisch-technische Grundlage davon wieder. Und das bedeutet, wenn man also eine derartige Umstellung vornimmt, würde man letztendlich die Elektrizitäts-, die Arbeitskosten verzehnfachen. Das ist heute noch nicht sichtbar, denn wir haben hier bei den Erneuerbaren neben der Subvention über das EEG noch eine ganz andere massive Subvention, die nie erwähnt wird, nämlich die Tatsache, dass beispielsweise Beton, Kupfer, Stahl für die Windanlagen oder das Silizium für die Photovoltaikplatten mit dieser Energie hier hergestellt wird. Fällt das weg, nämlich wenn die Umstellung 2050 erfolgt ist, muss man Windanlagen mit Windenergie herstellen. Dann schlägt dieser Faktor 10 voll durch. Und es bleibt eben nicht nur dabei, dass sich die Stromrechnung verzehnfacht, bis dieser Punkt erreicht ist, sondern sämtliche Produkte, die durch Arbeitsaufwand in der industriellen Wertschöpfungskette hergestellt werden, verteuern sich auch um den Faktor 10. Das heißt, dass effektiv der Lebensstandard um einen Faktor 10 sinkt. Man kann natürlich einwenden, dass Industrieprodukte aus China, die diesem Trend nicht folgen, nicht teurer werden. Bloß, wie macht sich das auf die Wechselkurse bemerkbar, wenn wir den Chinesen nichts mehr zum Tausch anzubieten haben? Also auf diese Weise kommt man da auch nicht raus. Ja, Wasserkraft ist die einzige Ausnahme, aber das gilt nur für den schönen Fall von Talsperrenkraftwerken, wo also die Sonnenenergie über Jahrmillionen eine Topografie geformt hat, die das Wasser sammelt und wo man nur noch eine Betonsperre aufbauen muss. Dann kommt man auf diesen Faktor 35. Und solche Plätze sind auf der Erde rar und in Deutschland ausgenutzt. Insofern ist das keine Option für eine Vollenergieversorgung. Anders sieht es bei dem heute gebräuchlichen Druckwasserreaktor aus. Da ist man fast 2,5-mal besser als bei den heutigen fossilen Kraftwerkstechniken. Jedoch macht sich das nicht direkt in den Kosten bemerkbar. Da sind die Druckwasserreaktoren nur etwas vor Kohlekraftwerken. Das liegt wiederum mit dem umgekehrten Effekt, dass die Druckwasserreaktoren eben mit dieser Energie im Wesentlichen gebaut werden und es dadurch zu einer künstlichen Verteuerung kommt. Ja, das ist also ein Faktor 2,5 und dieser Faktor 2,5 schaut erstmal nach viel aus. Wenn man sich allerdings die grundsätzlichen Tatsachen nochmal vergegenwärtigt, nämlich der chemischen und Kernreaktionen, dann sieht man, dass hier eigentlich zwischen der Verbrennung von Kohlenwasserstoffatomen, was zwei Elektronenvolt freisetzt, und der Spaltung eines Urankerns stellvertretend mit 200 Millionen Elektronenvolt ein Faktor 100 Millionen liegt. Und davon ist in der Kraftwerkstechnik gerade mal 2,5 rüber gerettet worden. Da stimmt etwas nicht. Und ja, warum ist das so? Warum bleibt von den 100 Millionen nur so wenig übrig? Und die Antwort liegt in der Druckwasserreaktortechnik an sich. Wir haben hier verschiedene technische Entscheidungen, die aus der Historie kommen und die für eine solche Ineffizienz sorgen. Das ist einmal der Moderator und Kühlmittel Wasser. Wasser hat eine geringe Wärmetransportfähigkeit und daher muss die theoretisch riesige Energiedichte, die die Kernspaltungsreaktion ermöglicht, so weit runtergesetzt werden, dass man überhaupt in der Lage ist,
die produzierte Energie abzuführen. Das bedeutet, die Anlage wird künstlich vergrößert, die Leistungsdichte sinkt, mit der Leistungsdichte sinkt die Wirtschaftlichkeit. Dann Wasser moderiert die Neutronen, was dazu führt, dass man gerade mal 1% des Urans tatsächlich nutzen kann, nämlich dass im Natururan enthält eine Uran-235, was aufwendig angereichert werden muss, damit es mit Wasser als Kühlmittel genutzt werden kann. Weiter kommen erhöhte Sicherheitsmaßnahmen hinzu, weil das Wasser steht unter hohem Druck. Bei Lecks kommt es zu einer explosionsartigen Freisetzung, auch durchaus radioaktiver Stoffe. Dann besteht die Möglichkeit der Kernschmelze, da man eben auch noch Brennelemente, feste Brennelemente verwendet, die vorgefertigt werden müssen, was das Ganze weiter verteuert. Die Spaltprodukte sammeln sich an und das erlaubt die Möglichkeit der Kernschmelze. Das muss wiederum durch redundante, aufwendige Sicherheitsmaßnahmen abgefedert werden. Dadurch wird die Effizienz dieser Anlagen stark reduziert. Ja, der Moderator mit der geringen Nutzung des Natururans von gerade mal 1% macht einen Brennstoffkreislauf nötig. Auch die Brennelemente müssen entsprechend vorbereitet, wiederaufarbeitet werden. Man braucht die Urananreicherung und eben die Wiederaufarbeitung. Das alles sorgt für einen stark erhöhten energetischen Aufwand. Ja, und der Grund von all dem liegt, wie gesagt, in der Historie und das ist, was die Kerntechnik angeht, das Militär. Der Druckwasserreaktor wurde entwickelt als Antrieb für militärische U-Boote in den 1950er Jahren. Diese Reaktoren sind relativ klein, haben eine Leistung von einigen 10 Megawatt. Das ist nicht so sehr viel. Solch ein Reaktor ist sehr einfach zu bedienen. Die Brennelemente werden in einer Fabrik vorgefertigt, ist für das Militär sehr praktisch. Der Reaktor ist sehr simpel, läuft sicher, ist sehr nutzerfreundlich, um es mal so zu sagen. Es entspricht der Logik des Militärs, dass man eben alle komplexen Prozesse möglichst weit weg von der Front ins Hinterland zur Industrie verlagert, während an der Front selber die Systeme so einfach wie möglich sein sollen. Und deswegen war es für das Militär eine sehr effiziente Lösung. Für das Aufblasen hingegen auf kommerzielle Maßstäbe ist das nicht so gut geeignet, weil dieser Reaktor ist passiv ziemlich sicher. Die Kühlung ist immer gewährleistet, auch wenn das U-Boot torpediert wird und final abtaucht, ist für Kühlung immer genug gesorgt, sodass das recht gut sichergestellt ist. Das sieht völlig anders aus, wenn man aus diesen einigen 10 Megawatt in den Bereich von 3000 Megawatt gelangt, dann ist das alles nicht mehr gegeben. Dann hat man die Möglichkeit der Kernschmelze und muss eben diese hohen Sicherheitsmaßnahmen dafür mit hinzubauen. Ja, das ist das eine. Das andere ist dann eben das Wiederaufarbeitungsverfahren für das gerade mal zu 1% genutzte Natururan. Und dafür hat man das Purex-Verfahren entwickelt und das war in den 40er Jahren der Vorläufer eine Lösung, wie man möglichst schnell und einfach an waffenfähiges Plutonium kommt, wie man aus den damaligen Reaktoren das Plutonium möglichst schnell herausholt, indem man einfach die Prozesse im Labormaßstab, wo man mit Flüssigkeiten, in organischen Flüssigkeiten, Salpetersäurelösungen arbeitet, wurde dann auf Industriegröße aufgeblasen. Und auch das ist eine sehr teure Lösung, zumal die Strahlung dafür sorgt, dass die organischen Bestandteile, aber auch das Wasser durch die Strahlung zerlegt wird, was wiederum dafür sorgt, dass große Mengen schwachen und mittelaktiven Abfalls produziert werden. Ja, dann das Ganze fügt sich so zusammen, hier am Beispiel für Forsmark, wenn man den gesamten Energieeintrag sich anschaut, dann hat man allein durch den Uranabbau 40%, dann eine Konversion des Urans in die dafür nötige Form für das Kraftwerk 8 und 22% für die Anreicherung, die man benötigt, um das Uran-235-Isotop auf die nötige Menge zu bringen, damit überhaupt die Kettenreaktion mit normalem Wasser möglich ist. Ja, weiter kommt die Brennelementefertigung und zusätzliche Aufwendungen für den Bau und Betrieb, was allerdings schon kleiner ausfällt.
Ja, dass gerade die Anreicherung macht deutlich, wie sich das auf den Erntefaktor auswirkt. In den 70er Jahren, als man noch die aufwendigste Anreicherungstechnik hatte, war der Erntefaktor gerade mal 29. Das heißt zum damaligen Zeitpunkt niedriger als Kohlekraftwerke. Was letztendlich der Grund ist, warum der Ausbau der Kernkraftwerkstechnik im Wesentlichen zu einem Stillstand gekommen ist. Es war einfach wirtschaftlich nicht vorteilhaft genug, als dass es sich für den Investor, den Kraftwerksbetreiber gelohnt hätte. Verbessert hat sich das dann im Laufe der Zeit zu dem heutigen Stand, indem man die Fusion durch Zentrifugen ersetzt hat, auf immerhin 75. Wenn die letzten Diffusionsanreichungsanlagen abgeschaltet wird, kommt man auf 105 und das neue Laseranreichungsverfahren schafft es dann auf maximal 115. Also das sind schon signifikante Verbesserungen, die allerdings die Wirtschaftlichkeit nicht genug gegenüber fossilen vorantreiben. Ja, also das ist das eine Problem, die geringe Effizienz. Und das nächste Problem, was man mit Druckwasserreaktoren, thermischen Reaktoren allgemein hat, ist das Abfallproblem. Und das Abfallproblem, insbesondere in der langlebigen Komponente, hier 200.000 Jahre Endlagerzeit, wird geprägt durch die Entstehung transuraner Elemente. Und das liegt daran, dass die langsamen Neutronen in den thermischen Reaktoren eben wenn zu einem signifikanten Anteil von der Wahrscheinlichkeit her nicht zu einer Spaltung führen, beispielsweise von einem Plutoniumkern, sondern zu einem sterilen Einfang, was dann dazu führt, dass immer schwerere Isotope aufgebaut werden, die dann schließlich in die höheren Transplutonium-Elemente übergehen, Americium, Berkelium, Californium, Curium, die dann wiederum lange Zerfallsreihen haben, wenn bis zu dessen Abklingen eben diese langen Lagerzeiten in geologischen Endlagern nötig sind. Ja, wenn man stattdessen schnelle Reaktoren einsetzt, dann wird stark bevorzugt die Spaltung durchgeführt, sodass es hier nicht zu einem Nettoaufbau zu immer höheren Isotopen kommt, sondern stattdessen zu einer energetischen Verwertung in die entsprechenden Spaltprodukte. Und die Spaltprodukte sind nach 300 Jahren so weit abgeklungen, dass keine geologische Endlagerung mehr nötig ist. Ja, das Abfallproblem, was wir jetzt in Deutschland haben, beziehungsweise haben werden, wenn alle Kraftwerke abgeschaltet ist, wenn man das alles schön zusammenschichtet, zu so einem Würfel gar nicht mal so groß. Das ist eine Kantenlänge von 27 Metern. Da ist die Verpackung in Form von Brennelementen mit enthalten. Und wenn man jetzt das Ganze nur auf die eigentlichen im metallischen Produkte zusammenschrumpft, halbiert sich die Kantenlänge nochmal. Also der graue Würfel ist das übrig gebliebene Uran, was kein Abfall ist. Dann haben wir hier die Spaltprodukte, das ist der eigentliche Abfall, 9 Meter und darunter die Klasse der langlebigen Spaltprodukte. Und hier das langlebige Abfallproblem, die Transuranen, die lange Endlagerzeit erfordern und in schnellen Reaktoren eben verwertet werden können. Also so viel ist das gar nicht. Ja, hier nochmal zur Verdeutlichung, wie die Sache aussieht. Das ist die Radiotoxizität des Abfalls oder der abgebrannten Brennelemente, wie sie aus dem Kraftwerk rauskommen. Und die Radiotoxizität vereinigt die Strahlen, biologische Wirkung und die reine chemische Giftwirkung der Bestandteile. Also es ist praktisch die Wirkung auf den Körper und als Maßstab ist das Uranerz, wie es vorher in der Erde drin war und man kann sehen, so wie es aus dem Kraftwerk kommt, ist es nach etwa 200-300 Jahren auf dieses Niveau abgeklungen. Betrachtet man jetzt nur die Spaltprodukte, schaltet sie entsprechend ab, kreuzt man diese Kurve nach 300 Jahren und nach 500 Jahren ist man auf einem Hundertstel des ursprünglichen Niveaus angelangt. Dominiert wird also das Problem hier durch Plutonium und die minoren Actiniden. Das ist, was das Purex-Aufarbeitungsverfahren liefert. Da werden dann die Zerfallsprodukte abgeschieden, aber auch die minoren Actiniden, sodass man nach ungefähr 30.000 Jahren hier diese Kurve kreuzt, sodass sich die Zeit hierdurch doch schon verringert, allerdings solch eine Endlage auch noch nötig ist. Ja, also die Behandlung des Abfallproblems ist eben die Transmutation mittels Neutronen
Und wenn man beispielsweise diese langlebigen Spaltprodukte noch behandeln möchte, sie machen, wie gesagt, nur ein Hundertstel der Aktivität des Natururans aus, ist doch ein Beispiel hier Technetium 99, 200.000 Jahre Halbwertszeit. Durch eine Neutronenanlagerung verkürzt sich das bei Technetium 100 auf 15,8 Sekunden und danach entsteht der stabile Kern Ruthenium 100. Also das ist ein Weg, wie man auch die langlebigen Spaltprodukte behandeln kann. Ob man es machen möchte, ist eine Geschmacksfrage. Von der Radiotoxizität wäre es nicht unbedingt nötig. Für die Transuran hingegen, beispielsweise stellvertretend Plutonium-239, gilt allerdings auch für Plutonium-242 oder Americium-241, ist eben die Spaltung da das Mittel der Wahl, wie man diese unter Energienutzung wieder los wird. Ja, die Alternative ist nun zur Wasserkühlung in thermischen Reaktoren, mit dem man die Effizienz wesentlich steigern kann und die Thermalisierung der Neutronen los wird, die Metallkühlung. Und da ist ja das bekannteste Beispiel der natriumgekühlte Reaktor. Dort wird statt Wasser eben flüssiges Natrium verwendet. Und Natrium als Flüssigmetall hat den Vorteil, dass eben wenn flüssige Metalle die höchste Wärmetransportkapazität haben, die man so kennt, und damit der Reaktor wesentlich kleiner und kompakter gebaut werden kann und diese großen Wärmeflüsse beseitigt werden können. Ferner ist Natrium wesentlich schwerer als Wasser und sorgt dafür, dass Neutronen nicht so thermalisiert werden. Andererseits hat Natrium auch bekannte Nachteile, reagiert mit Wasser und Luft sehr exotherm, brennt. Und deswegen braucht man unter anderem einen intermediären Kühlkreislauf, man braucht doppelwandige Rohre, man braucht Inertgas in der Anlage, damit es nicht zu brennen kommt. Und ein weiterer bedeutender Punkt ist, dass Natrium auch recht gut aktiviert wird durch den Neutronenfluss in der Anlage und eine doch recht starke Gammastrahlung absondert, sodass es auch Strahlen biologisch von Bedeutung ist, das abzuschirmen. Ferner hat Natrium noch die unangenehme Eigenschaft, dass die Möglichkeit der Leistungsexkursion besteht in solchen Anlagen durch den geringen Siedepunkt, was es wiederum nötig macht, dass natriumgekühlte Reaktoren insgesamt sehr große Sicherheitsmaßnahmen benötigen. Und das führt insgesamt dazu, dass ein in der Leistung vergleichbarer natriumgekühlter Reaktor zu einem druckweißer Reaktor nach den Extrapolationen, insbesondere auch in Frankreich, etwa doppelt so hohe Erzeugungskosten hätte wie ein Druckwasserreaktor. Also auch diese Reaktorlinie ist schwer wirtschaftlich konkurrenzfähig. Ja, bei Metallkühlung gibt es durchaus noch Alternativen. Warum hat man ausgerechnet flüssiges Natrium genommen? Und der Grund ist dafür auch wieder die Historie und das Militär. Und hier das Aircraft Reactor Experiment während der 1950er Jahre. Da ging es darum, einen Nuklearantrieb für strategische Bomber zu entwickeln. Der sollte wochenlang in der Luft bleiben können. Das ist, wie man hier sieht, auch tatsächlich gebaut worden. Man hat es auch betrieben, und zwar auf einem Teststand am Boden im Idaho National Laboratory. Das war schon ein sehr innovatives Prinzip. Man hat hier einen Reaktorkern, in dem als Brennstoff eine flüssige Uransalzlösung verwendet wird, was das Ganze sehr kompakt macht. Und damit das Ganze flugfähig ist, bräuchte man halt eine effiziente Kühlung mit geringem Gewicht. Und das Flüssigmetall, was eben ein geringes spezifisches Gewicht hat, ist Natrium. Also das war der Grund, weshalb man dort Natrium gewählt hat. Und das Natrium überträgt die Wärme vom Reaktorkern hier zu den Strahltriebwerken, wo die Wärme auf die Luft übertragen wird, die dann das Flugzeug als Heißgasstrahl antreibt. Ja, das ganze Projekt lief recht erfolgreich, wurde allerdings eingestellt aus dem Grund, weil Bomber einfach als Mittel der Wahl für den Transport von Nuklearsprengköpfen nicht besonders effektiv waren. Sie waren viel zu leicht abzuschießen. Die Interkontinentalraketen waren dafür wesentlich besser geeignet. Das ist der Grund, warum diese Entwicklung eingestellt wurde. Jedoch
Als Folge wurde dann auch im Idaho National Lab der erste natriumgekühlte Brutreaktor gebaut, wobei man dort zum ersten Mal das Brutprinzip demonstriert hat praktisch. Also dass man mehr spaltbares Material herstellen konnte mit dem Reaktor, als selbst verbraucht wurde. Ja, eine andere Alternative zu dem Natrium ist eben flüssiges Blei. Flüssiges Blei hat all die Nachteile, die Natrium hat nicht. Es hat eine Reihe von Vorteilen. Es fängt relativ wenig ein, wird nur schwach aktiviert, strahlt schwach, bremst Neutronen noch viel weniger und ist inert gegenüber Wasser, Luft und den meisten anderen Medien. Es reagiert kaum und träge. Und es wurde tatsächlich auch eingesetzt, und zwar von der Sowjetunion, für die sogenannten Alpha-Klasse-U-Boote. Das war eine neue Klasse von Abfangjagd-U-Booten, wo der bleigekühlte Reaktor seine Leistungsfähigkeit schon mal demonstriert hat. Denn die Leistungsdichte dieses Reaktortyps übertrifft die von Druckwasserreaktoren in U-Booten bei weitem. Dieses U-Boot hatte das höchste Verhältnis von Antrieb zur Masse. Es konnte jedem anderen U-Boot davonfahren, es ausmanövrieren, es konnte sogar die Torpedos des Westens abhängen. Für die Bedrohung musste die NATO extra eine neue Torpedoklasse entwickeln. Ja, die andere Entwicklung, die von dem Aircraft Reactor Experiment bleibt, ist der Flüssigsalzreaktor. Der Reaktorkern besteht hier aus einem flüssigen Salzgemisch, wo zu einem bestimmten Prozentteil, je nach Typ 10-20% Uransalz enthalten ist, das als flüssiger Brennstoff dient, was gelöst ist in Lithium und Berylliumfluorid. Das sind alles Fluoridsalze. Der Reaktor sollte ursprünglich thermisch sein, ist mit Graphit hier ummantelt. Das hat eine ganze Reihe Vorteile. Zum einen mal, ein Reaktorkern, der bereits flüssig ist, kann nicht mehr schmelzen. Zum anderen, es gibt keine Brennelemente, also die gesamte teure, aufwendige Brennelementefertigung fällt weg. Und man hat hier auch weitere interessante Sicherheitseigenschaften. Natürlich, das Kernschmelzerisiko kommt von den hochradioaktiven Spaltprodukten, die stark aktiviert sind. Und die werden hier zwar nicht konzentriert, aber sie sind nach wie vor vorhanden. Das heißt, auch hier nach dem Abschalten des Reaktors wird erstmal einige Prozent der Bruttoleistung als Wärme abgegeben. Allerdings hier führt das dazu, dass wenn der Salzkreislauf sich überhitzt, tritt hier eine Schmelzsicherung in Kraft, die einfach durchschmilzt und dann der Flüssigbrennstoff in Lagertanks abfließt, wo die Wärme passiv abgeführt werden kann. Das ist eine ganz wesentliche Sicherheitseigenschaft, sodass keine aktive Kühlung mehr nötig ist. Der Brennstoff selber wird in regelmäßigen Intervallen in einer chemischen Verarbeitungseinheit direkt neben dem Reaktorkern aufgearbeitet. Da werden die Spaltprodukte abgezogen und neuer Brennstoff zugeführt. Durch diese Möglichkeit ist das auch die derzeit einzige Option, mit der man Thorium als Brennstoff nutzen kann. Nur durch die rasche Wiederaufarbeitung ist es möglich, Thorium so zu nutzen, dass er als Selbstbrenner fungieren kann und sogar noch ein bisschen mehr an Uran-233 dazu produzieren kann. Mit Festbrennelementreaktoren geht das nicht, da bleibt man bei der Konversionsrate immer unter 1. Ja, ein Nachteil dieses Systems ist, man muss hier, wie ich schon sagte, den Urananteil sehr stark runter verdünnen, weil es auch sonst nicht möglich wäre, die hier produzierte Wärme abzuführen. Man geht hier in einen Wärmetauscher rein und muss die Wärme, die produziert wurde, durch rasches Umpumpen loswerden. Und dazu ist eben diese starke Verdünnung erforderlich, sonst wäre das gar nicht möglich. Das führt dazu, dass der Reaktorkern dadurch auch vergrößert werden muss. Durch die raschen Pumpgeschwindigkeiten hat man auch durch das korrosive Salz gewisse Materialprobleme. Und durch die Größe von Reaktor und Wärmetauscher ist man bei der Auswahl der Materialien durchaus eingeschränkt. Man kann nicht zu teure Materialien, die widerstandsfähiger, verwenden. Und so ist es derzeit auch eine der Hauptforschungsanstrengungen bei der Salzschmelzereaktorentwicklung, geeignete Salzmischungen zu finden und entsprechend billige, aber widerstandsfähige Materialien, die mit den Bedingungen zurande kommen.
Ja, bei den heutigen Reaktorkonzepten ist es so, es gibt ja die sogenannte Generation 4. Dazu gehören eben die soeben vorgestellten Konzepte, natriumgekühlter, bleigekühlter Salzschmelzereaktor, aber auch der Hochtemperaturreaktor, wie er in Deutschland in Hamm-Introp beispielsweise existierte und eingesetzt wurde. Ja, diese Generation 4 soll ab 2030 kommen, irgendwann, wobei hier diese Balken anzeigen, dass alle diese Reaktortypen in der Vergangenheit schon über lange Perioden gelaufen sind. Da ist dann auch eine Frage, warum erst ab 2030? Ja, einer der Hauptprobleme der Generation 4 ist eben der mangelnde wirtschaftliche Vorsprung gegenüber der fossilen Kraftwerkstechnik. Und das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum sich das immer noch nicht durchsetzen konnte, beziehungsweise so lange noch dauern wird. Der einzige Reaktortyp, der einen wirklichen Vorteil gegenüber den fossilen Kraftwerken herausarbeiten kann, ist tatsächlich der Salzschmelzereaktor, weil er die teuersten Komponenten der Festbrennstoffsysteme einspart. Ja, der DFR ist nun das Konzept, was wir uns überlegt haben. Und da ging es darum, wie kann man diese Effizienz mit der heute verfüglichen Material- und Fabrikationstechnik nochmal deutlich steigern. Und die Idee besteht darin, dass man die Funktion von Wärmetransportmittel und flüssigem Brennstoff trennt. Und dazu bietet sich dann an, als Möglichkeit konzentrierte Chloridsalze zu verwenden, aus Uran und Plutonium beispielsweise, bei entsprechend hohem Flüssigkeitsbereich und als Kühlmittel reines Blei. Reines Blei hat auch einen sehr angenehmen Flüssigkeitsbereich bei über 1700 Grad. Und das führt dann zu einem Reaktor, der wesentlich kompakter ist als der Salzschmelzereaktor, eine viel höhere Leistungsdichte hat. Aber gleichzeitig die Sicherheitseigenschaften der inhärenten Sicherheit des Salzschmelzereaktors erhält. Hier ist eine schematische Darstellung eines solchen Reaktorkerns. Man hat den flüssigen Brennstoff, der reingepumpt wird über ein System von Rohrleitungen, an der das flüssige Blei vorbeigeleitet wird und die Wärme aufnimmt. Das führt dann dazu, dass eben durch die hohe Wärmetransportfähigkeit keine Verdünnung mehr des Brennstoffs nötig ist. Und das eben erlaubt die Erhöhung der Leistungsdichte. Das Blei dient ferner noch in der Reflexionszone zur Reaktivitätskontrolle. Dieser Reaktor, wie auch die schnellen Varianten der Flüssigbrennstoffreaktoren, benötigt keine Kontrollstäbe mehr, da hier die Reaktivitätskontrolle durch die Temperatur geschieht. Wenn jetzt beispielsweise die Wärmeentnahme abnimmt, steigt die Temperatur innerhalb des Reaktors an und das bedeutet, dass sich die spaltbaren Kerne auseinanderrücken. Es ist ein bekannter Effekt, wenn irgendein Stoff erwärmt wird, dehnt er sich aus. Das gilt für Flüssigkeiten umso mehr. Das heißt, die spaltbaren Kerne rücken auseinander, die Neutronen fliegen durch und produzieren weniger Spaltungen, sodass die Reaktionsrate zurückgeht. Das bedeutet unter anderem auch, dass dieser Reaktor bedarfsgerecht gefahren werden kann, erfolgt der Wärmeentnahme in der Kernreaktionsrate. Ja, das ist das Grundprinzip. Hier ist nochmal ein realistisches Modell, wie er für die Computersimulationen für die neutronenphysikalischen, die Struktur- und fluiddynamischen verwendet werden. Da geht hier der Salzbrennstoff rein, wird verteilt, hier kommt das flüssige Blei, also so auf den Kopf gestellt und wird dann um die Brennelemente, die brennflüssigkeitsführenden Rohre herumgeleitet. Ja, das Ganze sieht dann im System so aus, der Reaktorkern mit dem Bleikreislauf, mit der entsprechenden Kühlmittelpumpe. Man hat den weiteren Kreislauf für den flüssigen Brennstoff, wobei der flüssige Brennstoff jetzt nur noch mit der Geschwindigkeit umgepumpt werden, zu werden braucht und recycelt zu werden braucht, wie es den erwünschten Transmutationseigenschaften
erforderlich ist. Dazu gibt es eben auch eine pyrochemische Verarbeitungseinheit und daher mit unverdünntem Brennstoff gearbeitet werden kann, ist die wesentlich kleiner. Da man Chloridsalze verwendet, ist auch das System wesentlich einfacher. Man kommt im Prinzip mit einer Destillation aus. Man kann hier verwenden durch die sehr gute Neutronenökonomie, die durch das flüssige Blei erreicht wird, dass man sowohl Natururan, also abgereichertes Uran, Thorium und abgebrannte Brennelemente als Brennstoff verwenden kann. Durch die sortenreine Trennung, chemische Trennung, bekommt man eine saubere Abtrennung von Spaltprodukten, medizinischen Radioisotopen wie beispielsweise Molybdän-99 und auch Spaltstoffen, die man in anderen Reaktoren einsetzen kann, wie Uran-233 oder Plutonium. Ja, die Aufbereitungsmethode ist einfache fraktionierte Destillation, Rektifikation. Das Beispiel ist hier solch eine typische Destillationskolonne, wie sie in Erdölraffinerien eingesetzt wird oder hier für flüssige Luft. Man trennt die Komponenten des Salzgemisches anhand ihrer verschiedenen Siedepunkte aus. Das ist ein sehr einfaches Verfahren, wird in der technischen Chemie seit 200 Jahren eingesetzt. Und auch für die Bedingungen der Trennung von Metallsalzen wird es seit 80 Jahren eingesetzt. Zum Beispiel das Kroll-Verfahren für die Gewinnung der Metalle der Titangruppe. Also Titan, Zirconium, Hafnium, da wird im Prinzip genau sowas gemacht. Man bringt die Metallsalze zur Verdampfung, das passiert bei bis zu 2000 Grad und destilliert sie anschließend ab und kann dann die Reinkomponenten abziehen. Auf diese Weise hat man ein sehr einfaches physikochemisches Verfahren, was keine Hilfsstoffe mehr benötigt und auch keine durch Radiolyse produzierte Mengen an verbrauchten Hilfschemikalien erzeugt. Ja, ein Kraftwerk sieht dann folgendermaßen aus. Dieser Reaktorkern hier, ungefähr 3 Meter Ausdehnung, hat eine thermische Leistung von 3 Gigawatt. Also es ist eine sehr hohe Leistungsdichte, die eben für die Wirtschaftlichkeit erforderlich ist. Wir haben hier ferner die Schmelzsicherung, wie auch beim Salzschmelzreaktor, sodass bei Überhitzung des Reaktorkerns, aus welchem Grund auch immer, Systemausfall, Kühlpumpenversagen, was auch immer, die Schmelzsicherung durchschmilzt und dann der Brennstoff in Lagertanks abfließt. Die sind hier schematisch dargestellt. Dieser grüne, transparente Klotz ist ein Material, was die Wärme der Spaltprodukte für 2 Wochen aufnimmt und abpuffert. Danach wird die Wärme passiv über die Wände nach außen abgegeben, sodass hier keine Kühlung mehr zur Verfügung gestellt werden muss. Also die Reaktionszeit ist hier unendlich. Man kann das System so lassen. Ja, dieser Klotz hier, Stahlbeton, 3 bis 4 Meter dick, kann unterirdisch gebaut werden für den nuklearen Teil. Das Ganze würde sich bei starken Erdbeben als ein Element bewegen, sodass die Innereien gut geschützt sind. Ferner ist hier neben der PPU auch in realistischen Dimensionen ein Zwischenlager für die abgetrennten Spaltprodukte vorgesehen. Dieses Zwischenlager reicht in seiner Kapazität für die 60 Jahre Betriebszeit aus. Und da wir hier eine chemisch sortenreine Abtrennung haben, bedeutet das, dass 90% innerhalb von 100 Jahren entnommen werden können. Die 10% müssen dann nur noch 300 Jahre gelagert werden. Dafür wäre dieser Klotz gut genug. Ein ganz wichtiges Sicherheitsfeature ist eben auch, dass sowohl flüssiges Salz als auch flüssiges Blei bei Normaldruck arbeiten. Also man braucht nur den Druck, der zum Pumpen nötig ist. Das heißt, dass auch bei Lecks, bei Systemversagen und ähnlichen, bei Brüchen, keine unter hohem Druck erfolgte Freisetzung von Radioaktivität erfolgt. Das sind alle Stoffe, die sehr hohe Siedepunkte haben. Das heißt, das Salz kleckert raus, gefriert nach einer gewissen Zeit. Es dampft nicht in einem Maße ab, dass große Mengen nach außen freigesetzt werden. Ja, dieser Bunker würde auch nicht konzentrierten Beschuss standhalten. Also man muss hier schon konzentrierte militärische Attacken anwenden, um nennenswerten Schaden anzurichten. Und selbst wenn Innenschaden angerichtet wird, hat man auch längst nicht große Mengen Radioaktivität freigesetzt. Dazu bräuchte man schon einen Bunkerbrecher mit Nuklearsprengkopf. Aber dann hat man andere Probleme.
Der Kühlkreislauf des Systems arbeitet bei 1000 Grad, das ist für die hohen Temperaturen erforderlich, geht dann auf einen superkritischen Kreis über. Dafür bietet sich heutzutage superkritisches CO2 an, aber auch superkritisches Wasser. Die Entwicklung ist da schon recht weit fortgeschritten, sodass man sehr kompakte Turbinen bauen kann, die mit hoher Effizienz von über 50% Strom erzeugen. Andererseits sind 1000 Grad auch prima geeignet, um chemische Kraftstoffe zu synthetisieren. Ja, für eine berechtigte Frage ist natürlich 1000 Grad Salz und Blei, gibt es überhaupt Materialien, die das aushalten? Die gibt es in der Tat. In den letzten Jahrzehnten hat die Materialfertigung sehr große Fortschritte gemacht in anderen Industriebereichen. Das ist vor allen Dingen die chemische Industrie, aber auch aus dem Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau gibt es Anwendungen, die sehr hohe Anforderungen haben und Materialien gibt es, Refraktärmetalle, Refraktärmaterialien, und für den Reaktorkern bietet sich aufgrund der neutronenphysikalischen Eigenschaften insbesondere Siliziumcarbid an. Siliziumcarbid lässt sich heute in Maschinenbaupräzision hochdicht fertigen. Das sind Beispiele, wie sie für Pumpen und Ventile verwendet werden, für hocherhitzte flüssige Säuren, flüssiges Glas. In der chemischen Industrie ist das also längst Routine, solche Bestandteile einzusetzen. Ja, der DFR entwickeln wir in zwei Komponenten. Das eine ist halt unverdünntes Actinidsalz. Die andere interessante Entwicklung ist eben, Actinidsalz ist nicht so optimal. Es hat begrenzte Wärmeleitfähigkeit, begrenzte Actinid-Teilchenzahldichte. Eine weitere Komponente, die das Prinzip zulässt, wäre eine metallische Schmelze, ein Eutectikum aus 80% Uran, 20% Chrom oder 70% Thorium, 30% Eisen. Damit kann man die Leistungsdichte noch weiter steigern, da die neutronischen Eigenschaften deutlich verbessert werden und eben die Wärmeleitfähigkeit dieser Brennstoffmetalle noch wesentlich erhöht ist. Ja, das Ganze führt dazu, wenn man eine Lebenszyklusanalyse wie für andere Kraftwerkskomponenten macht oder für neue Kraftwerkskonzepte, Kraftwerksplanungen wie in der Energietechnik üblich und diese ganzen Materialflüsse, Energieflüsse aufträgt, dann kommt man für ein 1,5 Gigawatt Elektrischkraftwerk auf einen Erntefaktor von 2000. Und das ist gegenüber den 75 doch deutlich mehr. Ja, in den Millionenbereich gelangt man leider nicht, weil im Vergleich zu Kohle die Förderung von Uran, Thorium wesentlich aufwendiger ist, sodass man durch die Förderung auf 10.000 beschränkt ist, wobei man allerdings dann auf Erze zurückgreift, die der durchschnittlichen Konzentration in der Erdkruste entsprechen, was dann bedeutet, dass man wiederum Reichweiten für eine 10 Milliarden Bevölkerung bei 100 Terawatt von einer Milliarde Jahre hätte. Also es wäre dann nachhaltig. Ja, um das nochmal zu verplausibilisieren, man kommt von den 75 zu den 2000 über den Wegfall der Anreicherung, einfacher Bau und Betrieb. Uranbeschaffung wird ja auf einen Faktor 100 reduziert, der Brennstoffkreislauf fällt weg, Rückbau ist vereinfacht, so kommt man denn auf diese 2000. Das wird umgekehrt auch für die Kosten eine entsprechende Reduzierung. Die Metallvariante würde das sogar noch weiter steigern. Ja, man kann mit 1000 Grad eine Menge machen. Das System ist entsprechend einfach. Die Investitionskosten sind kleiner als 1 Euro pro Watt. Das liegt im Bereich von Kohlekraftwerken. Nicht wie jetzt etwa 2,53 für die konventionellen Kernkraftwerke. Also die Erstinvestitionshürde entfällt. Man kann mit den 1000 Grad eben günstig Elektrizität erzeugen. 0,6 Cent die Kilowattstunde wären die Kosten. Ja, die Temperatur bleibt genug übrig für eine Entsalzung. Petrochemische Produkte sind herstellbar oder auch Alternativkraftstoffe wie als Beispiel Hydrazin, das durchaus marktfähig, konkurrenzfähig wäre. Natürlich Vorsteuern, sonst wäre es kein fairer Vergleich. Ja, um das nochmal zusammenzufassen, das Dual-Fluid-Prinzip ermöglicht diese hohe Leistungsdichte. Das bedeutet wiederum weniger Materialien. Und das heißt, dass man hochwertige, teure Materialien verwenden kann, wie Refraktärmetalle, hochdichtes Siliziumcarbid, was wiederum die hohen Temperaturen erlaubt, was dann die Wasserstoffproduktion, hoher Wirkungsgrad und insgesamt niedrige Kosten bewirkt. Ja, in Deutschland kann man das Ganze durchaus auch vorantreiben in Form von einer
P&T-Strategie, Partitionierung, Transmutation, das ist die Abfallbehandlung. Ein Konvoi-Reaktor erzeugt 1000 Tonnen an Schwermetallabfall in seiner Lebenszeit. Das kann man durch Umwandeln in Chloridsalze und allein schon durch die Auftrennung in der pyrochemischen Verarbeitungseinheit die Müllmenge ganz deutlich verringern auf 30 Tonnen, was denn die eigentlichen Spaltprodukte sind. Übrig bleiben 960 Tonnen Uran, die kein Abfallstoff sind nach heutiger Definition, sowie 10 Tonnen Transuranen, die aber wiederum kein Abfall sind, sondern Brennstoff für schnelle Reaktoren. Das Ganze wäre dann in einem Reaktorkern energetisch nutzbar. Ja, das wäre zur Vorkonditionierung, übergehe ich jetzt mal. Das alles ist auch nach der heutigen Rechtslage möglich, dafür gibt es auch schon Gutachten. Der Ausstieg wird ja nur durch die Begrenzung der Stromverkaufs gewährleistet. Kerntechnische Anlagen, Kernreaktoren, haben nach wie vor einen Anspruch auf Genehmigung. Nur der Verkauf der Elektrizität ist verboten. Also man kann sie verschenken. Das ist zum Beispiel auch erlaubt, ist ja schon alles finanziert durch die Rückstellung der 34 Milliarden. Man kann natürlich auch Synthetikkraftstoff produzieren und den verkaufen, das ist auch alles erlaubt. Ja, und die Transmutation ist auch eine erlaubte Abfallentsorgungsmethode in Deutschland. Man kann also die Reaktoren auf dem Gebiet der heutigen Kernkraftwerke bauen, kann innerhalb von 15 bis 20 Jahren die Transuran annihilieren. Die Resturanverwertung reicht für über 100 Jahre. Und ja, der Abfallwürfel, den ich vorhin zeigte, reicht für die Vollenergieversorgung Deutschlands für gut 2000 Jahre. Stromerzeugung für Vollenergieversorgung mit Kraftstoffen ungefähr 700 Jahre. Ja, wir sind jetzt soweit, Entwicklung des DFRs, wir sind in der Technologiestudie, das bedeutet, wir machen die CAE-Phase, Computer-Aided Engineering, Simulationen, neutronisch, strukturmechanisch, fluiddynamisch. Dem folgt eine Anlagenauslegung für eine Testdemonstrationsanlage, Kostenpunkt ungefähr 120 Millionen, Testanlage 1 Milliarde und dann die Prototypenentwicklung, das ist eher über den Daumen gepeilt, erfahrungsgemäß ein Mehrfaches der Serienanlagenkosten, 8 bis 10 Milliarden, sodass man auf Entwicklungskosten von 10 Milliarden etwa kommt in ungefähr 10 Jahren. Das zum Vergleich mal, was allein für das EEG für nichts rausgeschleudert wird. Dazu kommt eine nochmal ähnliche Größenordnung für die Netzentgelte. Und man erhält nichts dafür. Denn die Ziele der Energiewende, die ja alle so schön verkündet werden, sind durch die Maßnahmen des 50-Jahres-Plans 2050 nicht erreichbar. Nichts von denen. Man hat stattdessen schon heute eine Hypothek von 400 Milliarden angehäuft. Und das Ergebnis sind am Ende Stromkosten jenseits von 1 Euro die Kilowattstunde. Und das bedeutet zwangsläufig Senkung des Lebensstandards um einen Faktor 10. Also man tauscht das Risiko von Kernkraftwerken gegen das Risiko der Armut. Und das ist bekanntlich das größte Lebensrisiko. Ja, umgekehrt mit dem DFR würde man den gleichen heutigen Stand für 40 Milliarden erreichen. Sämtliche dieser Ziele sind erreichbar. Die Strompreise würden mittelfristig auf unter einen Eurocent pro Kilowattstunde senken und langfristig, da kommt dann wieder rein die Komponente, wenn die Wirtschaft auf eine derartige Technik umgestellt ist, sinken die Preise natürlich weiter, kommt man auf unter 0,1 Cent und das wiederum legt die Grundlage, da ja die Kraftwerkstechnik die gesamte Grundlage der Produktivität und der Kostenstruktur der gesamten Wertschöpfungskette bedeuten, dass man die Voraussetzung geschaffen hat für eine Steigerung des Lebensstandards um einen Faktor 100. Ja, Finanzierung des DFR, staatliche Unterstützung null. Stattdessen, wie gesagt, 25 Milliarden Euro pro Jahr, in einen sozialpädagogischen Versuch zu demonstrieren, dass man den zweiten Hauptsatz nicht überwinden kann. Das ist die Kleinigkeit, die unsere Ingenieure, wie die Linksgrünen immer sagen, mal schaffen müssten. Also das hier müssten unsere Ingenieure mal eben schaffen, um die
Erneuerbaren konkurrenzfähig zu machen, das ist die Erfindung des Perpetuum mobile zweiter Art. Es geht darum, die dünn gesäte Energie der Sonne auf Erdabstand ohne Arbeitsaufwand zu konzentrieren. Das ist das Kunststück, was unsere Ingenieure mal eben schaffen müssen. Publizieren international inzwischen auch peer-reviewed, arbeiten mit verschiedensten Institutionen zusammen, das weitet sich aus. Wir sind auch in Gesprächen mit Energieversorgern. Das Grundprinzip des DFRs ist in der nationalen Patentphase des PCT-Patentverfahrens. Und wir sind natürlich auch auf der Investorensuche, dieses System zu einer Testanlage und letztendlich zur Einsatzreife zu bekommen. Gut, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für die Gelegenheit, das hier vorstellen zu dürfen. Applaus